Und wie geht es voran mit deinem Plan, den Alltag etwas digitaler zu gestalten? Gut, mein Haushaltsplan ist jetzt fertig. Ah, das ist ja toll. Vielleicht kannst du mir heute helfen. Wir wollen in unserer Abteilung einen Newsletter gestalten und jetzt haben wir die anderen Texte und Fotos zugesandt, die ich jetzt alle zusammenfüge und zu einem gemeinsamen Text machen möchte. Warte, du machst das mit Rechtsklick? Das geht schneller, schau. Mit STRG und C kopieren und STRG V für einfügen. Oh, ja, das ist tatsächlich einfacher. Hast du sonst noch welche Tipps für mich? Texte markieren, kopieren und einfügen am Computer kann man sowohl mit der Maus als auch mit Tastenkombinationen. Am Handy ist es etwas umständlicher. Man muss lange auf den Bildschirm drücken und danach den Text mit Reglern markieren bzw. auf Kopieren oder Einfügen drücken. Um Bilder in ein Dokument einzufügen, wählt man Einfügen, Bilder und dann das passende Bild. Man kann das Bild auch mittels Drag and Drop in das Dokument ziehen. Typische Dateiformate für Bilder sind übrigens GIF, JPEG oder PNG. All diese Formate haben bestimmte Vor- und Nachteile. JPEG zum Beispiel komprimiert Bilder gut, sodass die Dateien nicht zu groß sind, aber dadurch verliert man zumeist an Qualität. Auch beim Speichern von Textdateien gibt es verschiedene Formate zur Auswahl. Typische Formate hier sind DOC oder DOCX, RTF, ODT und TXT, reiner Text ohne Formatierung. DOCX ist hierbei einfach die neuere Version von DOC. Okay, ich habe da jetzt einmal ein DOCX erstellt oder sollte ich lieber ein PDF machen? Wenn die Datei nicht bearbeitbar sein soll, dann ist PDF besser geeignet. Ja, ich wollte es per E-Mail verschicken und habe mir gedacht, dann könnte man einen Online-Konverter verwenden, um ein PDF daraus zu machen. Habe das mal für ein Video verwendet, um ein MP4 zu generieren. Mhm. Ja, sicher ist es möglich, aber in deinem Fall muss man die Datei einfach nur statt DOCX als PDF abspeichern.